So, hallo, mein Name ist Raphael Flotzki, ich begrüße euch hier zu meiner ersten Lesung in Trier am Dom. Es freut mich total, dass die erste Lesung von mir eben auch hier direkt stattfindet, 200 Meter von dem Haus entfernt, in dem ich aufgewachsen bin, auf dem Weg, den ich jeden Tag zum Kindergarten auch gegangen bin, über den Domfreihof. Das ist natürlich dann der perfekte Ort, da fühlt man sich heimisch. Ja, ich bin heute hier, um euch ein bisschen was über meinen Debütroman Unbestimmt, Waffen der Unbestimmten zu erzählen, der im Stefan Moll Verlag von der Burg Rammstein erschienen ist. Also, was das Buch eben echt ein bisschen besonders macht, ist erstens der Aufbau. Es ist sehr kurzweilig geschrieben und klar gegliedert. Es hat sehr viele Illustrationen, die auch von mir angefertigt wurden und die Geschichte untermalen und begleiten, und dadurch entsteht ein relativ fixer Lesefluss und der Leser wird wirklich bei der Stange gehalten. Des Weiteren muss man vielleicht auch noch sagen, dass es der erste Fantasy-Roman ist, der wirklich hier in dieser Region spielt, beziehungsweise seinen Anfang hier in dieser Region hat. Und Trier ist auch Dreh- und Angelpunkt letztendlich für die Geschichte. Gerade bei unserer Region, wo man in erster Linie wirklich auf Kriminalromane trifft, ist das dann schon mal erwähnenswert. Also jetzt nochmal kurz zum Ablauf. Ich wollte euch erst eine kleine Legende erzählen aus dem Buch heraus, um diese Welt, in der das Buch spielt, etwas verständlicher zu machen. Und danach gibt es was aus dem Kapitel, ein paar Sätze aus dem anderen Kapitel zu hören. Dann fange ich mal an. Am Anfang war das Schwarz. Aus diesem Schwarz wurden zwei Brüder geboren, Argin und Abla. Während Abla alles Gute, das Licht verkörperte, stand Argin für Zerstörung und die Dunkelheit. Sie hassten einander, waren sie doch so verschieden. Beide waren in der Lage, aus dem Nichts Dinge zu erschaffen, jedoch hielten diese nicht lange stand. Abla, gutherzig wie er war, bat Argin um Versöhnung, um gemeinsam etwas zu erschaffen. Und Argin willigte ein. So schufen sie 8 Planeten und sie hielten stand. Zufrieden waren sie mit ihren Planeten nicht, waren diese doch so leblos und langweilig. Abla hatte die Idee. Mit der Hilfe seines Bruders kreierte er die mächtigsten Werkzeuge, die je existieren sollten. Die Elemente. Feuer, Wind, Prismanus, Wasser, Elektrizität und Erde. Mit ihrer Hilfe schufen sie 5 weitere Planeten. Die Zwillingsplaneten Clarus und Fuscus. Clarus wurde die Heimat von Abla und Fuscus die von Argin. Die Zone 11, der 11. Planet. Halb bedeckt mit Wasser, halb mit Erde. Erhellt durch seine leuchtende Atmosphäre. Die Erde, der Schwesterplanet der Zone 11 und die Meisterleistung der beiden Brüder. Und die Sonne, die mit ihrem ganzen Stolz der Erde Licht spendet. Um ihren Lieblingsplaneten Leben einzuhauchen, schufen sie Seelen und Körper und bevölkerten die Erde. Angetan von den selbstständigen Wesen positionierten sie die Planeten um die Erde herum, um den Menschen in Ruhe zuzusehen, und legten einen Schleier aus Sternen als Illusion darum. Als Argin sah, dass die Menschen in Harmonie lebten, war er erzürnt. Hatte er sich doch Krieg und Zerstörung gewünscht. Es war das Prismanus. Es ließ die Menschen kommunizieren und im Einklang miteinander leben. Also riss er das Prismanus aus der Erde und zerstörte das Element. Die Erde verwandelte sich in einen Ort, an dem nun neben Frieden auch Krieg herrschte. Argin sah es nicht ein, den Planeten weiterhin mit seinem Bruder zu teilen, und so schlug ihm Abla etwas vor. Sie ließen die Seelen der Verstorbenen auf ihre Planeten Clarus und Fuscus wandern, bevor sie nach 100 Jahren auf der Erde wiedergeboren wurden. Die bösen Menschen gingen nach Fuscus, die guten nach Clarus. Alle 200 Jahre ließen sie die Seelen in einer großen Schlacht gegeneinander antreten. Als Austragungsort wurde die Zone 11 gewählt. Derjenige der Brüder, der den Krieg gewann, durfte die nächsten 200 Jahre über die Erde herrschen. Abla kannte seinen Bruder und wusste, dass er nicht mit fairen Mitteln spielen würde. Also stellte er ihm ein Ultimatum. Er verlangte eine Macht, welche die Schlacht überwacht. Er verbannte die übrigen 5 Elemente in die größte Macht, die existierte. In die stärkste Hülle, die es gab. Er verbannte sie in die Seelen von 5 Menschen. Diese Menschen waren in der Lage, ein Element zu beherrschen und nicht dazu bestimmt, nach ihrem Tod nach Clarus oder Fuscus zu kehren, sondern alle 200 Jahre auf der Erde wiedergeboren zu werden. Deshalb nennt man sie die Unbestimmten. Sie sorgen dafür, dass die Schlacht nach ihrem Weg abläuft. So viel zu dem Konstrukt oder mehr oder weniger dem Universum, was ich mir hier erschaffen habe als Spielplatz für die Geschichte. Dann möchte ich euch als nächstes den Anfang von einem Kapitel vorlesen.
Vorab sei vielleicht noch gesagt, es geht darum, dass der Hauptcharakter, Toni, gerade in einem Krankenhaus in Trier aufgewacht ist, ohne jegliche Erinnerung und von einem fremden Jungen in diese neue Welt halt entführt wird. Ja, damit ihr einen Einstieg habt. Dieser Sturm, das war alles nur ein Traum, dachte Toni. Es ist unmöglich, dass es echt war. Unter ihm ratterte der Boden. Ich bin nur zu Hause. Wo ist mein Zuhause? Das Geräusch, das ihn schließlich ganz aus seinem Halbschlaf weckte, war noch immer zu hören. Als er seine müden Augen öffnete, blickte er auf die Decke eines Wagens. Die mit beigefarbenem Leder verkleidete Autodecke war halb zerrissen und der Stahl der rostigen Fahrzeugkarosserie lag an einigen Stellen frei. Toni lag quer auf einer gepolsterten Sitzbank, atmete ihren Staub und ihren modrigen Geruch ein und aus. Noch bevor er sich in der Fahrerkabine umsehen konnte, war ihm klar, dass es sich um ein älteres Auto handeln musste. Zaghaft neigte er seinen Kopf nach rechts und starrte auf die dreckige Ablagefläche des Armaturenbretts. Auf ihr lag neben einem angebissenen Wurstbrot und zerknitterten Papierzetteln eine kupferne Spritze mit einer langen, spitzen Kanüle. Durch ihren gläsernen Bauch konnte man anhand der rotbräunlichen Kruste erkennen, dass sie einst mit einer rötlichen Flüssigkeit gefüllt war. »Ist das Blut in dieser Spritze?«, fragte sich Toni in Gedanken. »Moment, diese Spritze kenne ich. Habe ich die nicht im Wald?« »Ach, endlich wach? Willst ein Brot?«, unterbrachen gut gelaunte Worte Tonis Überlegung. »Du!« Toni konnte den jungen Mann mit dem schmalen Gesicht zuordnen. Er hatte ihn im Wald gesehen, kurz bevor er das Bewusstsein verloren hatte. Erschrocken und ohne nachzudenken, griff Toni nach der Handbremse. Der rostige Truck kam ins Schleudern und drehte Pirouetten über dem steinigen Boden der schwarzen Wüste. »Spinnst du?«, rief der Junge. Während er versuchte, den Wagen in den Griff zu bekommen, nutzte Toni die Gelegenheit und riss die Autotür auf. Er polterte über den dunklen Boden, doch ihm schien nichts weiter zu passieren, denn schon wieder kam ein Sturm auf und schützte ihn bei seiner Landung vor Wunden und Brüchen. Toni rappelte sich so schnell wie es nur ging auf und lief vor dem Auto weg, das noch immer mit quietschenden Reifen über das Gestein schlitterte. Er rannte und rannte, immer schneller. Er rannte, als ging es um Leben und Tod. Der Wind hinter ihm legte sich nicht. Er trieb ihn voran, machte seine Schritte schnell und groß. Warum oder wovor er davon rannte, wusste er nicht. Aber es ging immer weiter, bis er nicht mehr konnte und nach Luft schnappend zu Boden stürzte. Toni war über etwas gestolpert und saß nun auf seinem Hosenboden. Sein Atem und die schwache Brise waren die einzigen Geräusche. Mit zittrigen Händen fuhr er den schwarzen Boden ab und erkannte etwas unter dem dunklen Staub rötlich glühen. Er rieb den Staub mit seinen Fingerspitzen weg und unter all dem Dreck kam ein kleiner, rotglühender Kristall zum Vorschein, der wild verwachsen aus einem Riss in der Erde lugte. Dieser Kristall war nicht von dieser Erde, selbstleuchtend und ein Gefühl von Vertrautheit verbreitend und trotzdem fremd, wie alles andere um ihn herum auch. Mit zittrigem Atem stand er auf und ging ein paar Schritte weiter. Erst jetzt erblickte Toni die große Schlucht, die sich wenige Meter vor ihm auftat, deren Anfang, Ende und Boden nicht auszumachen war. Sie zog sich über den gesamten Horizont und ihre Tiefe verlor sich in der Dunkelheit. Die andere Seite der Schlucht war so weit entfernt, dass sie nur noch schemenhaft zu erkennen war. Toni hatte noch einmal Glück gehabt, denn hätte sich der rote Stein seinen Füßen nicht in den Weg gestellt, wäre er sicherlich geradewegs in den Abgrund dieser scheinbar endlosen Schlucht gestürzt. »Wo bin ich?«, fragte er sich. Mit festem Druck presste er sich die Hände auf die Augen, atmete durch und drehte sich um, in der Hoffnung, alles würde sich aufklären, wenn er sie wieder öffnete. Doch erneut musste er feststellen, dass er weder träumte noch zu irgendeiner Erkenntnis gelangte. Glücklicherweise fehlte auch von dem jungen Mann mit den schwarzen Haaren und seinem Truck jede Spur. Ob man in dieser Hinsicht von Glück reden konnte, wusste er allerdings nicht. Er erinnerte sich, dass er ihm ein Brot angeboten hatte. Doch Toni hatte im Affekt reagiert. Vielleicht hätte der junge Mann ihm seine Fragen beantworten können. Er blickte auf seine Hände. Die Hände, die offensichtlich einen Wind auslösen konnten, und sah, wie ein roter Schimmer auf der Außenkante seiner Finger sich abtat. Sie reflektierten ein schwaches Licht und Toni drehte seinen Kopf nach dessen Quelle. Ein gigantisches Kristallgebilde ragte 30 Meter von ihm entfernt aus einem Berg aus dunklem Gestein. Es sah aus, als hätte es sich durch den Berg hindurchgefressen, ihn aufgerissen, wie ein Löwenzahn den gepflasterten Straßenboden. Toni war sich sicher, es musste sich um dieselbe Art von Edelstein handeln, wie die, über die er eben noch gestolpert war. Denn das funkelnde Gestein hatte das gleich schwachrote Leuchten, das aus seinem Inneren kam. Wie konnte er nur so ein großes Etwas übersehen haben? Es lag wohl daran, dass er sich die Augen zugehalten hatte, als er sich zu Füßen umdrehte.
Toni ging vorsichtig auf den Giganten zu und je näher er kam, desto stärker bildete sich das warme Rot, das so ein so vertrautes Gefühl in ihm auslöste, auf seinem Körper ab. Zaghaft streckte er die Hand nach einem aus dem Berg herausragenden Kristall aus. Er war groß und angenehm warm, und als Toni seine Hand wieder zurückzog, waren 5 Fingerabdrücke auf der Fläche zu sehen, die nun etwas heller leuchteten. Es handelte sich um den schwarzen Staub der Wüste, der sich wie ein Film auf der glatten Oberfläche des Kristalls abgesetzt hatte. Mit einer raschen Handbewegung wischte er eine kreisrunde, saubere Fläche auf den Edelstein und das Licht aus seinem Inneren strahlte nun etwas heller. Er konnte sich selbst in der Reflexion der gläsernen Scheibe erkennen. Toni sah recht mitgenommen aus. Sein rundes Gesicht befleckt mit kleinen Sporilen aus getrocknetem Schlamm, die ihm das Regenwetter in Trier ins Gesicht gespült hatten. Sein Antlitz war überzogen mit kleinen Kratzern und Schrammen. Er blickte in träge Augen und sah fettiges Haar. Seine Kleidung war zerrissen und stank penetrant nach Piniennadeln. Plötzlich spürte Toni ein schwaches Pochen unter seinen Füßen. Er fragte sich, ob es womöglich um den Truck des Jungen handelte und drehte sich wieder zu der Steinwüste um. Doch als er genauer hinhörte, wirkte das Beben des Bodens weniger wie Autoreifen, sondern eher wie Schritte, die immer stärker wurden, als würden sie sich auf ihn zubewegen. Das inzwischen laut wahrzunehmende Poltern kam von hinten. Toni wandte sich wieder dem Kristall zu. Die Schritte stockten. Toni glaubte durch das Bullauge, das er in den Kristall gewischt hatte, etwas erkennen zu können. Er streckte seinen Kopf näher an das kleine, runde Fenster und erkannte eine Fratze auf der anderen Seite des Kristalls. Große, leuchtende Augen, eine grimmige Schnauze, ein Wesen, mindestens 5-mal so groß wie Toni selbst, starrte ihn mit boshafter Miene durch das rote Schimmern verschwommen an. Vorsichtig und zitternd trat er einen Schritt zurück. Noch bevor er seinen Fuß aufsetzte, riss die Bestie ihr kolossales Maul auf und ein lautes Gebrüll, ähnlich dem eines Wolfes, ertönte. Schnell wich Toni einen weiteren Schritt zurück. Auf einmal riss sich das Kristallgebilde von innen auf. Ein gigantischer Schatten flog über ihn hinweg und rote Flüssigkeit, zäh und glitzernd, regnete wie Staub auf ihn hinab. Sie färbte sein Gesicht rot und durchdrang seinen grauen Pullover. Es war das Innere der Kristalle, sie waren gefüllt mit einer rot leuchtenden Substanz. Als Toni die seltsame Flüssigkeit aus dem Gewicht gewischt hatte, erkannte er die Silhouette eines riesigen Wesens, das trotz der großen Entfernung immer noch gigantisch aussah. Sein tief schnaufender Oberkörper war geformt wie der eines Wolfs. Er plusterte sich mit jedem Atemzug auf und ließ ein bösartiges Krummeln durch die Wüste hallen. Es hatte gelbe Augen, die man schon in der Ferne leuchten sah, ebenso wie seine spitzen Zähne. Doch auch wenn das Biest eine Ähnlichkeit zu einem Wolf besaß, hatte es auch eindeutige Merkmale, die sich von ihm unterschieden. Ein Panzer aus großen Schuppen überzog seinen Körper und fettiges Haar, vor Dreck und der roten Flüssigkeit triefend, war zwischen den Schuppen auszumachen. Die 4 Tatzen waren eher den Klauen eines Drachen ähnlich. Das Monstrum riss sein riesiges Maul auf und widerhallte ein lauter, hasserfüllter Schrei durch die Wüste und warf Toni mit seinem Druck nahe zu Boden. Hastig sprang es auf und lief mit großen Schritten auf Toni zu. Gigantische Speicheltropfen zersprangen auf dem dunklen Boden wie schleimige Wasserbomben. Auch wenn Tonis Herz in letzter Zeit nie zur Ruhe kam, so raste es nun schneller denn je. Aufgescheucht lief er um das Kristallgebilde mit dem Loch in der Mitte herum, während ihm das Biest immer näher kam. Er tastete sich auf der Rückseite des glatten Edelsteins entlang und erkannte dann eine Nische. Toni quetschte sich zwischen den Kristallen hindurch, hörte seinen Atem pulsieren und die lauten Schritte, die sich unaufhörlich näherten. Eingepfercht zwischen den spiegelnden Kristallen ließ Toni seinen Blick zu Boden wandern. Er stand in einer klimmenden Schlammpfütze, die sich aus dem schwarzen Sand und der rot leuchtenden Flüssigkeit zusammensetzte. Er war sich sicher, das war sein Ende. An einem mysteriösen Ort, ohne Erinnerung, getötet von einem Monster, das bösartiger war als alles, was Toni sich in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Vielleicht war es das Beste, wenn es jetzt und hier ein Ende fände. Denn eine Perspektive hatte er nicht. Dann stockten die Schritte. So, das ist die Hälfte des 5. Kapitels aus meinem Buch. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Falls es noch Fragen oder Ähnliches gibt oder jemand ein Exemplar dabei hat, das ich unterschreiben soll, dann könnt ihr einfach gerne nach der Lesung jetzt auf mich zukommen. Und für die lieben Gäste, die hier sind, habe ich auch 15 kleine Schlüsselanhänger passend zum Buch mitgebracht. Also kommt gerne gleich auf mich zu und besucht auch gerne meine Facebook-Seite. Die heißt dann genauso wie mein Buch, Unbestimmt, Waffen der Unbestimmten. Das Buch ist erhältlich halt direkt im Verlagsshop bei Stefan Moll Verlag, bei Amazon oder eben in jeder
Buchhandlung über die ISBN-Nummer. Dankeschön.